Und Johann lasse ich da hinten alleine stehen, das ist okay. Für jeden von euch gibt's Untote. Und wir fangen mit der Initiative an. Durch die So. Vieh. Ja, die Initiative habe ich hier mal aufgeschrieben. Das ist immer noch die gleiche. Die verändert sich nicht. Gerold von Freiberg fängt an. Er hat eine 12. Und das ist ein Hexer. Das bedeutet, er kann zaubern. Er möchte gerne Johann verfluchen. Er würfelt den Fluch des Unglücks. Dieser Zauber überhäuft einen Gegner mit Unglück und Pech. Opfere als Endaktion oder Effaktion 1 bis 3 Hexpunkte, die hat er, und bestimme pro Hex einen Jäger. Ich werde einfach nur dich auswählen, Johann. Würfle mit 10 Würfeln und teile den Erfolg mit. Jeder betroffene Jäger erhält Willenskraft plus Fertigkeitswert Geistesstärke. Das heißt, du kannst dich noch einmal mit Geistesstärke dagegen wehren und dann ziehst du von deinen Erfolgen meine Erfolge ab. Das ist also eine konträre Probe. Pro Differenzerfolg, das heißt also, gucken wir uns gleich mal an, bekommst du eine Malus-Stufe. Okay. So, Dann würde ich ich da würfel jetzt passen. erstmal mit 10 Würfeln und du darfst Geistesstärke würfeln. Eine 6, eine 5, eine 5 sind 3 Erfolge, die ich habe. Ich gebe dafür eine Idee aus. Hört sich gut an. Es sind 5, 6, 5, 5. Oh, sehr gut. Oh, das war wichtig. Alternativ hättest du jetzt bis zu 5 Januswürfel auf jede Probe bekommen. Oh je. Das Ja, wäre nee, der das wollen wir Fluch des nicht. Unglücks. Okay. Die 12 ist durch. Nach der 12 kommt die 8 mit Jan. Ja, und Jan steht leider im Nahkampf. Wenn ich das richtig sehe, oder? Das ist richtig. Verdammt. Schwert ziehen und erstmal draufschlagen. Besteht die Möglichkeit für mich, trotzdem Gegner an mich zu binden? Bis zu 4 Stück, das geht. Kannst du meinetwegen gleich abspotten. Du kannst dich ja, aktuell kannst du dich umsonst bewegen. Das gucken wir uns gleich an. Wir machen erst einmal mit Jan. Es sei denn, Jan möchte verzögern. Das ginge auch. Nein, nein, erstmal den Schwertangriff. Okay. Wie viel kostet Schwert? 2 AP. Dann würfel bitte Schwert. Der Angriff ist nicht erschwert, ist nur die Parade später wichtig. Selbst da wird nichts erschwert, weil Schwert. Ja, aber pro Gegner, die dich angreifen. Das ist dann wichtig. So, das ist Aber es sieht doch schon mal nicht ganz verkehrt ein. aus. Ich Das ist treffe nur ein immerhin. Erfolg. Das ist einmal der Schwertschaden. Ja, es sind 3. Sind 3 Stück. Das heißt, er hat noch, das schreibe ich mir gerade einmal schnell hin, hat noch 5 Lebenspunkte. Gut. Den Rest fahre ich mir erstmal auf. Okay. Die 7, Klaus. Aktuell sind alle 3 an mich gebunden, oder? Ich kann mich aufgrund von der Kleidung von einem lösen, weil ich eine Gelehrtenkleidung trage. Richtig. Und würde tatsächlich mit meiner Schleuder versuchen, den hinteren der beiden mit einem Brandgeschoss zu treffen. Sehr gute Idee. Das macht auch keinen Flächenschaden, ich habe mich vorhin vertan. Gut, dann hast du wie viel Brandmunition? Aktuell habe ich 3, ich habe noch keine verbraucht. Okay, dann ja, die erste Munition wird geladen. Du darfst schießen mit deiner Fertigkeit. Schleuder. Ein Erfolg und 2 Esprit sind 2 Erfolge. Das heißt, du darfst deinen ja, Schleuderschaden plus 2 machen. Sind wie viel? Das sind 3 Schaden. 3 Schaden und dann kommt der Brandschaden dazu. Was bedeutet das Das für mich? sind 3 am Anfang jeder Initiativphase. 3 am Anfang jeder Initiativphase. Alles klar, er fängt an zu brennen. Das heißt, ich hätte jetzt noch 3 Aktionen übrig, theoretisch, weil ich 2 verbraucht habe und die würde ich erstmal verzögern. Dann Marius. Ich stelle mich neben unseren Franzosen und versuche ihm
da die Untoten vom Leib zu halten. Ja, du hast ja selber gerade welche an dir dran. Kann ich da aus dem Nahkampf ausbrechen? Wenn du eine Fähigkeit dazu hast, ja. Und ansonsten nicht. Ansonsten nicht, nein. Müsstest du ja erst umbringen. Okay. Ich habe die Jägerkraft schneller tot. Bandengegner Stufe 1 besiegt. Okay, pro Erfolg ein Bandengegner? Es steht nur Bandengegner Stufe 1 besiegt, gleich auch ein 2. Ach so, genau, es gibt auch Bandengegner Stufe 2. Ja, dann, das kostet dich einen Coup, ne? Oder Coup, eine Idee? Ja. Ja, genau. Gut, dann kannst du, die AP musst du dir auch abstreichen, aber du kannst natürlich dann mit einem Erfolg einen sofort umbringen. Okay, mit meiner Schlagwaffe 2 AP, 6 Würfel. Mhm, 6 Würfel. Das ist auf alle Fälle ein Erfolg. Dann kannst du dir einen Coup streichen und beschreib die erste Szene. Ich ziehe meine Langwaffe, mache eine Finte nach links. Und obwohl Untote ja eigentlich nicht überrascht sein können, habe ich dann im Moment den Eindruck, er guckt überrascht und stoße ihm von unten in den Kopf rein. Die Waffe, die kommt oben wieder raus, ziehe sie so schnell wie möglich wieder raus, um bereit zu sein. Die ersten 2 AP. Noch etwas? Nee, die verwende ich aus Parieren. Okay. Dann nach Marius kommt Klaas. Also fürs Einsetzen der Jägerkraft muss ich immer einen Coup ausgeben, richtig? Das ist richtig. Ist egal, ich habe noch 4, möchte ich gerne 3 von einsetzen. Und die 3 Untoten wegschnetzeln. Schauen wir mal. Das ist der erste. Der zweite. Du darfst 3 Ideen tauschen, ne? Richtig, da habe ich einen Kurs getauscht. Ich hatte noch einen Coup über, das heißt, ich habe jetzt 4. So, du hattest jetzt, was wolltest du machen? Gegner wirklich zerstören, ne? Yep, überlegene Fechtkunst. Wenn, genau, wenn ich einen Erfolg habe, ist er tot. Ja, da ist der erste Erfolg, dann hast du noch eine 5 und da hast du noch eine 6, also sind alle 3 weg und du darfst so verschreiben. Mit 3 schnellen Schlägen, die Untoten sind ja sowieso schon reichlich verrottet. Durchtrennt, klar, sind einfach die wichtigsten Teile, die sie brauchen, überhaupt noch zusammenzuhalten. Also irgendwelche Gelenke, vermutlich meistens die Halswirbel. Dreht sich dann um, drückt dich zwischen anderen durch. Los, drücken, drücken! Und möchte mich zu Johann bewegen. Dann ist nicht fangen lassen! Johann ist dran, 6. Ja, trommelt mit seinem Schwert auf dem Schild rum, versucht ein paar von den Untoten in seine Richtung zu lotsen und würde sich dann auch in Richtung des Hexers machen. Möchtest Los, du komm, komm. Noch etwas an dich binden? Genau, das meine ich damit. Okay, das heißt, welchen Hexer willst du haben? Gerold oder den Mumienfürsten Friedrich? Habe ich gesehen, wer versucht hat, auf mich zu zaubern? Der Zauberer war Gerold. Dann würde ich den versuchen. Okay, das heißt, du bewegst dich an ihn heran. Möchtest du noch weitere Leute abspotten? Möchtest du explizit auch, also Friedrich steht ein bisschen daneben. Noch ist er nicht dran, aber wenn du möchtest, könntest du ihn auch holen. Kannst aber noch weitere Untote von hier hinten nachziehen. Komme ich an Friedrich ran? Wenn du noch AP über hast, ja. Die Bewegung ist umsonst. Gut, dann möchte ich irgendwie mit Johann da reingehen. Also ich würde versuchen, die Untoten von Marius wegzulotsen, weil ich weiß, dass er den Vorteil braucht, die von hinten anzugreifen. Ja, das ist auch eine Jägerfähigkeit, ne? Ja. Dann kostet dich das auch wieder Idee oder Coup? Coup habe ich noch 3 Stück. Ja, du könntest noch einen weiteren holen. Einer von Jan könntest du noch holen oder einer von Klaus? Dem würde ich einen von Klaus holen. Einen von Klaus. Den brennenden lassen wir da stehen, dann kommt der weg. Es kostet mich in der Tat keinen Coup. Das ist eine kostenlose Fertigkeit. Kostenlos, okay. So, dann ist Johann noch nicht durch. Die Bewegung war umsonst. Du kannst noch agieren. Wenn möglich, würde ich dann den... Gerold angreifen. Genau.
So, schauen wir mal nach. Der verteidigt sich nicht. Der nimmt den Schaden, wenn er was kriegt. Er hat mich was anderes vor. Ja, vielleicht kann man ihn daran stören. Hoffentlich. Genau, Johann schwingt aber mit dem Schild und versucht ihn ein bisschen so damit zu irritieren und würde damit im Schwert versuchen, ihn zu treffen. Sind. Hat noch eine Aktion offen, ne? Also wenn du noch APÜ behalten willst, wäre das möglich. Genau, dann. Gut, oh, das sieht gut aus. Was ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5 und 2 Esprit sind 6 Erfolge. Mhm. Autsch. Waffenschaden plus? Ist nur 3. 3 plus 6 sind 9. Dann schreibe ich hier mal nicht die Lebenspunkte, sondern den Schaden dran. Ja, du flügst mit deinem Schwert und siehst wohl auch, wie ein riesiger Riss über seine Adelskleidung verläuft. Und er beginnt zu bluten. Und es ist rot, er lebt wohl also noch. Du siehst, wie seine Augen blau schimmern, weil er dich hasserfüllt anstarrt. Er zieht aus nächster Näherung eine Pistole und fängt an, auf dich zu schießen. Mhm. Das würde ich versuchen, mit meinem Schild zu blocken. Okay. Hexenwürfel. 1, 2, 3 und der vierte. Das sind 4 Erfolge von mir. Mhm. 1. Dann bleiben mir 3 Erfolge. 3 Erfolge, dann mache ich 6 Schaden mit meiner Pistole bei dir. Rüstung darfst du abziehen. Ich hab einen Esprit-Stern gewürfelt, richtig? Einen, ja. Ja, das heißt, ich kriege einen Pufferlebenspunkt dazu. Oh, sehr schön. Sag mal bitte, was der Pufferlebenspunkt bedeutet. Das heißt, ich kann Pufferlebenspunkte für jeden Esprit-Stern, den ich beim Blocken würfle, oder beim Parieren oder beim Ausweichen, erhalte ich einen Pufferlebenspunkt bis zu einem Maximum von 10. Und wenn ich Schaden erleide, werden die zuerst abgezogen. Nach dem Kampf verschwinden die wieder. Okay. Müssen wieder geheilt werden oder sonst irgendwas. Ja, genau. Die verfallen dann. Das heißt, du bekommst jetzt von mir, was hatte ich gesagt, 6 Schaden. Deine Rüstung ist 3. Das heißt, 6 minus 3 sind 4. 6 minus 3 sind 3, Entschuldigung. Und du hast einen Esprit gewürfelt. Das heißt, du bekommst 2 echte Schadenspunkte. Ist die Rechnung so richtig? Richtig. Dann notier dir bitte 2 echte Schadenspunkte. Johann, hast du noch was? Ansonsten, Das war's. Gut, wir waren bei der 6, du bist durch. Gerold mit der 12 hat seine letzte Aktion benutzt. Jetzt ist Friedrich dran, der Mumienfürst. Der Mumienfürst greift Klaas an. Klaas möchte ganz gern parieren. Ja. Angriff, ouch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Erfolge. Oh, da könnte ich theoretisch drüber kommen. 1, 2, 3, 4 leider nur. Okay. Also ich muss nochmal fragen, also alle Jägerkräfte kosten immer einen Coup. Müsste ich nochmal nachschlagen? Ich glaube ja. Steht ja immer dran, wenn sie kosten. Bei mir steht nämlich nichts dran, dass es was kostet. Bei den anderen? Steht das bei den anderen immer dran? Wenn es nichts kostet, hätte ich jetzt einen mehr. Also einen Erfolg mehr. Muss gar nicht schauen. Jeder Jäger hat eine Reihe von Kräften. Viele Kräfte verlangen, dass man für ihre Anwendung Hubs oder Ideen opfert. Einige Kräfte kosten Aktionspunkte. Also sowohl als auch. Sowohl als auch. Also entweder sie kosten AP oder sie kosten Coup. Genau. Wie sieht das dann bei dir aus? Kostet das AP? Bei mir steht überhaupt nichts dran. Von wegen Kosten. Es ist immer nur, wenn ich eine Attacke ausführe, dann dieses und jenes. Das ist bei mir genauso. Da steht auch kein AP oder Kosten. Bei den Jägerkräften? Ja, ist bei nur die mir Jägerkraft beschrieben. Bei dem einen Schuss, den ich eben ausgeführt habe, steht
die Dauer dran, beziehungsweise nur unten im Text, als normaler Musketenangriff bei Feuerregen, aber keine weiteren Kosten. Okay. Und die anderen drei haben dann Ideen als Kosten angegeben und machen dann nur was anderes. Gut, dann lassen wir das einfach mal weg und du kannst das umsonst benutzen. Okay. Jedenfalls dann 4 Erfolge. 4 Erfolge gegen meine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, 6 Stück. Dann mache ich an dir Schaden 7 Stück. Wäre ich 2 von ab, habe ich noch 5. Ja, und du wirst lebt. Je 2 Erfolge, ich hatte, was habe ich gesagt? 3, ne? 2. 2. Dann ein Lähmungspunkt, den du bitte in deinem Bogen einträgst. Der macht was? Erleidet dieser eine Lähmungsstufe pro 2 Trefferpunkte, eventuell nach Ausweichen, Parade, Schildblock. Man kann maximal so viele Lähmungspunkte erhalten, wie man AP-Basis hat. Für jede Lähmungsstufe verliert der Jäger sofort 1 AP, jeweils 1 AP zu Beginn der nächsten Runde. Also deine AP sind jetzt um 1 reduziert. Okay. Am Ende einer Runde darfst du einen Akrobatikwurf würfeln und kannst bei einem... also es ist ein kostenloser Akrobatikwurf und wenn dir gelingt, verlierst du 1 Lähmungsstufe pro Erfolg. Okay. Ist die Runde vorbei oder macht Nein. Friedrich hat einmal angegriffen und ich überlege gerade, er kann 2-mal angreifen. Tut er auch. Er greift dich nochmal an. Das ist nicht gut, denn ich kann ihn nicht mehr parieren. 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Erfolge. Mhm. Macht dann wie viel Schaden? 9. Das ist schlecht, dann bin ich tot. Nein, bist du nicht. Du bist bei 0 Lebenspunkten nicht tot, sondern erst bei minus 10. Okay, ich bin auf minus 2 jetzt gerade. Genau, bei minus, bei 0 muss ich gerade mal nachgucken, beziehungsweise das kann Sainwith gerade mal bitte machen für mich. Mach. Was bei 0 Lebenspunkten passiert. Bei minus 10 bist du, beziehungsweise bei minus 11 bist du kampfunfähig und liegst im Sterben. Du bist aber erst tot, wenn alle tot sind, also wenn die Gruppe ausgelöscht wird oder wenn du zurückgelassen wirst und die anderen fliehen. Okay. So, machen wir erstmal weiter. Genau, Friedrich ist durch und hat dir gerade mit seinen Pranken alles rübergezogen. Dann machen die Schaden Untote von Johann. Sind 1, 2, 3 Untote, die automatisch treffen, sind abzüglich deiner Rüstung 1 Schaden, sind 3 Schaden. Minus 3 Schadenspunkte für Johann. Wir sind noch in derselben Runde, richtig? Das ist noch dieselbe Runde, das ist die erste Kampfrunde. Alles klar. Dann bekommt Klaus 1 Schadenspunkt von dem Brennenden, nee gar nicht, Entschuldigung, 4 Schadenspunkte abzüglich deiner Rüstung. Das sind 3. Okay. Es sei denn, du kannst noch ausweichen oder sowas? Achso, ja, klar, natürlich. Also wenn du AP hast, dann kannst du ausweichen oder parieren. Ja, ich habe noch 3 AP übrig, die habe ich extra aufgehoben. Mhm. Ausweichen, parieren. Ich werde ausweichen. Gut, ansonsten, wie gesagt, nee, das passiert nicht. Dann bekommst du 4 Schaden, Rüstung abziehen. Derjenige, dem Klaus eben noch ausgewichen ist, der wird sich dann auf Marius stürzen. Aufgrund seiner gelehrten Kleidung konnte er dann nicht ausweichen. Marius kann auch ausweichen oder er kassiert den Schaden. 4 Stück automatischer Treffer. Ich habe noch 2 AP übrig zum Parieren. Okay, dann parier. Mit 2 Hexenwürfeln, ja? Mit 2 Hexenwürfeln. Das ist geschafft, dann passiert da nichts. Und Jan wird 3-mal angegriffen, A4 Schaden. Ja, ich hätte aber noch Punkte über, kann also parieren. Okay. Auf den Schwertwert wieder, oder? Genau, auf den Schwertwert. Eventuell Parade beachten, falls da Parade Minus oder sowas drin steht. Nee, nichts beim Schwert. Schwerter sind voll parierfähig. Dann darfst du parieren. Das ist 1 Erfolg, das würde reichen. Ja. Hast du noch einen? Nee, nur den einen. Gut, dann hast du diesen hier pariert und die beiden machen dir jeweils 4 Schaden. Also 4 minus Rüstung. Und wie waren die Kosten für parieren? 1 AP oder 2? Steht beim Schwert bei. 1.
Eins, wenn, dann wenn nichts anderes dran steht, eins. Ist abhängig vom Schwert. Ein Schwert ist eine Schwertwaffe. Ja, das sind 2 AP. Warum steht dann unten bei Parade kostet 2 AP bei Stangenwaffen, obwohl die 3 AP Dauer halten? Warum steht es bei Lanzenwaffen beritten auch dran, obwohl die sowieso 2 AP haben? Du musst bei Schwertwaffen gucken. Schwertwaffen kosten 2 AP. Ja, aber zum Angriff, nicht zur Parade. Doch, zur Parade. Schwertwaffen 2 AP. Es ist egal, ob du parierst oder angreifst. Ja, aber bei Lanzenwaffen steht jetzt auch dran 2 AP, aber hinten steht nochmal extra dran, Parade kostet 2 AP. Und bei Schwertern steht das nicht. Stangenwerfen werden dadurch günstiger beim Parieren. Genau, richtig. Gut, nee, dann klar. Okay, dann 2x4 minus Rüstung. Genau, Rüstung ist glaube ich 2, das heißt du bekommst 4 Schaden insgesamt. Genau. So, dann sind alle Untoten durch und wir schauen uns mal an, was mit Klaas passiert. Akrobatik. Sinken die Lebenspunkte eines Jägers auf minus 1 oder weniger, verliert der Jäger sämtliche Coups und Ideen, kann keine Coups-Ideen einsetzen, solange seine Lebenspunkte im Minusbereich sind. Kann ansonsten weiter normal handeln. Gut, das heißt, du hast keine Coups mehr. Die sind, glaube ich, sowieso verbraucht. Und jetzt ist das jetzt ist die Kampfrunde zu Ende. Alle Leichen haben gehandelt. Jetzt hast du eine normale... Was war das? Akrobatik, sagtest du. Akrobatik. Meine Jägerkräfte habe ich noch, ja? Deine Jägerkräfte würdest du noch haben, ja. Solange ich nichts davon ausgeben muss. So, schauen wir Akrobatik. Ich habe 2 Erfolge. 2 Erfolge, dann verlierst du 2 Lähmungsstufen. Gut, ich bin nicht mehr gelähmt. Ich glaube, eine bleibt noch. Ich hatte nur eine. Nee, du hattest noch 2 bekommen von mir. Habe ich nicht angesagt, aber je 2 Erfolge und mit dem zweiten Angriff hattest du noch 2 bekommen. In Ordnung, dann habe ich eine bleibt noch. Ja. Genau, richtig. Okay, nächste Kampfrunde. Die 12. Gerold fängt an. Gerold wirkt... Er hat neue Hexkraft bekommen. Er möchte noch einmal Fluch des Unglücks wirken. Und weil das eben bei Johann geklappt hat, wird er jetzt... Aber es hat doch gar nicht geklappt bei Johann. Ja, es hat nicht geklappt. Genau, jetzt ist er... findet er nicht gut. Er wird Marius verfluchen. Beziehungsweise, ich bin mir gerade nicht ganz sicher... Er kann es auch im Nahkampf würfeln, aber du hast ihn gebunden, er muss dich verfluchen. Er muss dich verfluchen, das wird er auch tun. 10 Hexenwürfel. 1, 2, 3, 3 Erfolge. Ich setze nochmal eine Idee ein. Meine letzte, um das zu verhindern. Ja. 1, 2, oh Gott, okay, alles klar. Wieder einmal verflucht er dich oder versucht es und schafft das nicht. Und wird dann noch einmal mit... er hat eine Fechtwaffe und möchte dich mit einer Fechtwaffe angreifen. Mhm. Das sind 7 Würfel, die er hat. 1, 2 Erfolge hat er. Alles klar, dann versuche ich das mit meinem Schild zu parieren. Eins, zwei, drei, vier... Und Schildparade hast 2 Esprit. Das heißt 2 Lebenspunkte zurück. Genau. Nicht zurück, sondern extra. Oben drauf, genau, ja. Genau, also es sind keine Lebenspunkte, die du regenerierst. Okay, dann kann sein Fechtsäbel an deinem Schild abprallen. Die 12 ist durch. Jan ist dran, 8. Ja, dann möchte ich meine wunderschöne Fähigkeit benutzen, einmal eine Schusswaffe mit einem AP weniger abzufeuern. Zusätzlich möchte ich eine Idee benutzen, um den Kernschuss auszuführen. Das heißt, ich kann jetzt einmal für 2 AP im Nahkampf mit der Muskete schießen. Kannst du, genau, gegen einen gebundenen Gegner. Genau, ich nehme einen der unverletzten Zombies vor mir, weil der Verletzte macht, glaube ich, keinen Sinn, mit der Muskete draufzuhalten. Gut. Dann kostet dich das, wie viel? 2 AP, ne? 2 AP und eine ID. Okay, dann würfel deinen Musketenschuss. Kaboom. Eins ist nur ein Schuss. Glaub ich, oder? Ja, aber macht 8 Schaden. 8 Schaden, da muss ich gerade mal schauen.
Das ist kein Dolch, keine Fechtwaffe, keine Schwertwaffe, Pistolen, Armbrüste. Okay, dann ist er tot. Glück gehabt. Ja, ich halte mit der Muskete den einen direkt vors Gesicht und drücke ab. Der Kopf explodiert. Jan ist hat noch AP. Wenn du was machen möchtest, dann los. Ja, ich wechsle sofort auf Schwert und würde den bereits angeschlagenen nochmal nachsetzen. Okay, die mit dem 5 Lebenspunkte. Ne, 5 Lebenspunkte sind genau. Genau, das ist kein Erfolg. Der bekommt leider nichts ab. Okay, dann ist Jan durch. Klaus, 7. Ich würde ein Wandgeschoss auf den Untoten neben Marius schießen. Genau, dieser hier. Genau. Ja, alles klar, dann kannst du würfeln. Ist ein Erfolg, dann machst du, ich glaube, 2 Schaden, ne? 2 Schaden plus 3 in jeder Initiativrunde. Genau. Dann hat er 2 Schaden und Brand, der brennt auch. Und ich muss gerade mal den hier nachhalten, der bekommt nämlich noch einmal 3 Schadenspunkte mehr. Dann ist er auf 6 und nächste Runde ist er verbrannt. Ich würde auch noch mal einen Stein auf den Toten bei Marius schießen. Okay. Das ist ein Erfolg. Das sind ausschließlich 2 Schaden. Dann ist er auf 4. 4 Schadenspunkte. Klaus ist durch. Marius ist dran. Wenn ich jetzt aus dem Nahkampf mit dem ausbreche, geht das, dass der mich dann einen Gelegenheitsangriff kriegt oder sowas? Ohne Fähigkeit kannst du das nicht, nein. Okay, dann werde ich den mit meiner Schlagwaffe versuchen, dahin zu schicken, wo er wieder hergekommen ist.